Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Ori and the Blind Forest. Nicht unbedingt mit freien Willen, sondern man hat mir nahegelegt, dass ich mich nicht so anstellen soll und das nochmal ein bisschen spielen soll. Das wird mir bestimmt gut gefallen. Ich habe allerdings festgestellt, wie ich das Video dann bei YouTube hochgeladen habe, die bearbeiten das ja immer noch nach, damit das noch kleiner wird, das Päckchen, dass jetzt die Musik und die Sounds in der Aufnahme so irre laut sind, dass man kaum was versteht von dem, was ich sage. Das tut mir fürchterlich leid. Sorry an der Stelle. Ich habe jetzt gerade eben in Option das auf die niedrigste Stufe runtergeknüppelt. Jetzt höre ich eigentlich gar nichts mehr. Das ist eigentlich auch wieder... Ah, doch, so ein bisschen was höre ich noch. Das ist aber auch zu nie... Das ist immer ein Hickhack mit diesem Sound. Ja, und hinterher knallt es in YouTube mir wieder die Ohren raus. So, ach stimmt, ich erinnere mich vage, dass ich nicht wusste, wie ich da weiterkommen soll. Ach doch, da hoch. Warte mal, da war ich doch mal. War ich denn bei in so einem komischen Schlüssel? Ach, ich hatte nicht gespeichert, das war ein Autosave. Aha, okay, gut. Ja, also ich habe auch zu meiner klaren Kameradin gesagt, dass ich das Spiel schon durchaus schön finde. Das ist nicht der Punkt. Ich finde es halt nur nicht unbedingt das Genre, das mich so jetzt wirklich reizt. Gell? Ist mir nicht böse gemeint. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr genau, wie ich da hochkam. Ach, man muss man gar nicht hoch, gell? Man konnte jetzt ja da lang gehen. Ach so, warte mal. So, jetzt holen wir aber erstmal die Dings, was man da gesehen hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Littlefoot. So. Die kann man nicht kaputt machen, genau. Weil mich ja mal interessieren würde, was da oben ist. Achso, da war der andere Schlüsselstein, okay. Ja, schön. Eigentlich sieht's aus wie ein Stein-Dixie. Da geht zur Geißel und da geht zum Hohlhain. Jo. Ach, guck mal, was da unten ist. Oh, nichts Gutes. Das sah halt so niedlich aus der Entfernung. Wobei der schon echt toll aussieht, hier von den Effekten, Animationen.
Sieht auch ganz schön kaputt aus. Oh, da hinten ist irgend so Butterblumen. Okay. Sehr schick. Dankeschön. Wie Eichhörnchen. Ein weißes Dämonen-Albino-Eichhörnchen. Also gut, weiß-Albino, ist klar. Ein Albino-Dämonen-Eichhörnchen. Ach, warte mal. Das ist extrem praktisch. Warte mal. Also. Au, dann. So, aber jetzt. Das finde ich ganz praktisch. Ah, das ist echt praktisch. Ja, das zieht die nämlich jetzt an. Das heißt, die verfallen nicht mehr irgendwo hin. Hm, da krabbelt wieder irgendwas. Hm, okay. Ah, den Stein. Hö? Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja, Einstein. Ich denke, dass ich den Stein noch für irgendwas brauchen werde, oder? Sonst will er da nicht liegen. Ah ja, jetzt weiß ich wofür.
soll ich denn eigentlich ziehen? Na, da, dann schieben wir ihn halt. Ja, dann trink doch mal. Oh Mann. Auf jetzt aber. Jawohl. Das ist ein Hebel. Okay. Das dürfte von dem, genau, Kartensteinfragment sein. So, aber was das jetzt bringen soll, weiß ich auch nicht. Ja, aber eigentlich muss ich ihn nicht platt machen. Ich muss nur rausfinden, wo habe ich meine Karte. Wie ich jetzt wieder zu dem... Ach, der war da unten drin, gell? Oder? Nee, da war nicht. Da hatte ich das Dings her. Das Wandspringding. Aber da oben ist was. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da hochkommen soll. Also da oben. Da leuchtet was. Da. Ah, fuck, da wurde letztes Mal dagegen gerannt. Ist aber alles so unübersichtlich hier. Ui. Ach, da war's, glaube ich. Ja, jetzt habe ich schon mal kurz eine Karte. So. Die schießen verflucht schnell. Au. Grüß die Türken nochmal. Nein! Ah, verdammt!
Egal. Wollte eben Cut setzen. Nein, also kein Quatsch jetzt. Das ist ein echt schönes Spiel. Ja? Also optisch großartig. Animation so von den Lichteffekten. Toll. Musik grandios. Aber es ist halt ein Jump'n'Run. Ja? Man kriegt eine Zusatzfunktion. Man kann die Wände hochrennen. Man kann irgendwas ballern. Das ist ein echt schönes Spiel. Aber es ist halt nicht meins. Da kann ich mich drehen und wende, wie ich will. Mir ist das so... Mich befriedigt das halt nicht, wenn ich da so hüpf, ja, hier so Kanone und so. Das war schon bei Mario, hat mich das immer so genervt, bei diesen komischen Plumme, die irgendwelche Kanone, ach Quatsch, Plumme, hier diese Kanonen, die so ein paar Drohnen abschießen oder hier diese, die Granaten im Gesicht und sowas. Dann immer ausweichen, ach, ich kenne einen Haufen, die finden das, die können die ganze Nacht da dran hocke, mit Augenringe, gerötete Auge, scheißegal, die wollen das schaffe. Weiß nicht, ich spiele halt lieber so Sachen wie Crusader Kings 2 oder Hearts of Iron oder Panzergeneral oder entweder was erobern oder halt von mir aus im Panzer hocke. Das ist halt, ja, ich muss mich ja nicht unbedingt rechtfertigen, aber ich will halt erklären, warum ich ein so schönes Spiel nicht wirklich weiterspielen mag. Gut, so billig war es jetzt auch wieder nicht, dass ich jetzt sagen kann, so zweimal angezockt, jetzt schmeiße ich es an die Seite. Ich denke halt, für diesen Faktor Games Archiv langt das und vielleicht raffe ich mich tatsächlich irgendwann mal auf, aber es ist nicht ganz das, was ich mir verhofft hatte. Nach dem, was man mir gesagt hat, ist es nicht so stark ausgeprägtes Jump'n'Run, sondern noch stärker ein Adventure. Da war ich am Anfang, habe ich auch gar nicht im ersten Video, also im ersten Video habe ich glaube ich am Anfang gesagt, dass ich eigentlich ein Adventure hoffe. Habe dann doch ein Jump'n'Run vorgefunden. Ein schönes, ja, ein sehr modernes von den Funktionen und nicht mehr, aber. Ja, ihr merkt meinen Seelenzwiespalt. Auf der einen Seite ist ein wirklich schönes Spiel, aber es ist halt vom Spielprinzip nicht unbedingt meins. Naja, vielleicht irgendwann. Ja, es ist ja jetzt nicht verloren. Es ist ja mal im Steam-Bibliothek zusammen mit den mehreren hundert anderen Games. mal gucken. Vielleicht räume ich es doch nochmal raus. Irgendwann denke ich so, ach, das war so ein schönes Spiel. Das probieren wir gerade nochmal. Im Moment würde ich es aber damit gut sein lassen. Jetzt hoffentlich im zweiten Video verständlicher von dem, was ich sage. Ich hoffe es einfach mal nochmal riesen sorry für das erste Video. Auf der anderen Seite braucht man da nicht viel labern. Es macht die Story schon ganz von allein. Endlos, ja, endlos labert das Spiel. Das hat am Anfang, ich muss echt zugeben, das war so der erste Negativpunkt an diesem Spiel für mich, wo ich mir schon, das mich eher abgeschreckt hat. Dieses endlose selbst dieses tragisch sich drin suhlen, der trage, erst stirbt diese Dicke oder der Dicke, weiß ich genau, was das war, dann das, und dann wachse Blume und dann, ah, oh, und dann alles Verfall und alles tot und so. Oh, mir ging schon immer die Hochelben bei Tolkien auf den Sack mit ihrem ewigen sich drin herumsuhle, dass die große Zeiten vorbei sind und ah, oh, jetzt müssen wir was mehr. Oh, wir verlassen Mittel. Oh. Ja, zwingt euch doch keine! Herrgott, sack ran nochmal, dann baut euren Kreml auf, putzt Mutterwald durch, das sei aus hier. Der Lotlorin hätte mal eine Doschputzen, ist alles vermoost, kriegt mo Kinne, ja, geht's auch weiter, immer dieses, oh, das gehen wir schon im Sack, das ist hier schon wieder auch schon wieder so, also, oh, man suhlt sich in dieser tragischen Verfall und früher war alles geile, ja, pff, ja, mag sein, dass das so Asiate irgendwie total geil finde, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das mit Asia-Spielen ganz oft so, dass es irgendwie alles im Eimer ist und oh, und Weltuntergang und hast du nicht gesehen, weiß nicht, da bin ich vielleicht zu deutsch dafür, für so Spiele, da schüttelt man ab, ja, und dann klopft man die Trümmer auseinander und schichtet die Ziegel auf und baut man ein neues Haus und fängt nochmal von vorne an. Ja, 30 Jahre später haben wir wieder 500.000 Mann und 30 Panzerdivisionen. Nein, Spaß. Aber also, man suhlt sich doch da nicht ewig so drin. So, aber an dieser Stelle verlasse ich jetzt dieses Spiel. Wir können ja in einem anderen Game weiter rumphilosophieren in der Hinsicht, in dem Sinne. Ich wünsche euch was, macht's gut. Tschüss.